Boldenun macht dicke Adern. Bestes Beispiel, Patrick Deutsch. Irgend so ein Vollspasti. Mach dir mal Gedanken, mein Lieber. Würde ich euch am liebsten ein paar in die Fresse hauen. Zum ersten Mal in meinem Leben hast du mich zum Lachen gebracht. 500 Milligramm Testo pro Tag. Das ist wenig. 300 Milligramm, 50 Milligramm, 15 Einheiten. Guten Morgen, Gnadin, Gendau, liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute reagieren wir auf ein geiles Video von Kevin Wolter, nämlich er liegt seinen Ex, nicht seinen aktuellen, denn er ist ja aktuell natural unterwegs, sondern seinen damaligen Stoffplan mit sage und schreibe 850 Milligramm Stoff am Tag. Ich bin mega gespannt auf das Video und freue mich jetzt auf die Reaction. Let's go, Freunde. Ich bin da nicht stolz drauf, 750 Milligramm Stoff die Woche. Das habe ich früher am Tag genommen. Alles, was ich jetzt sage, ist pro Tag gewesen, ja? 500 Milligramm Testo pro Tag. Boah, Junge, das Video wird vielversprechend, Alter. Das wird vielversprechend sein, definitiv. 300 Milligramm. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Dieses Video haben sich viele von euch schon lange gewünscht. Ihr habt es vielleicht im Titel schon gesehen. Ich erzähle euch meinen krassen Stack, aber möchte mit diesem Video auch ein bisschen Aufklärung betreiben. Und ja, also zieht euch warm an. 850 Milligramm am Tag mal 7. Digga, das ist Heiko Kalbach Niveau. Definitiv, 100% Heiko Kalbach Niveau. Schnallt euch an und haltet euch fest, denn das Video wird für Vorhersage. Ich zitiere Heiko Kalbach, ich war damals im fünfstelligen Grammbereich. Viele dachten irgendwie fünfstelliger Gramm, er meinte definitiv fünfstelliger Milligrammbereich. Ja, die Woche, nicht am Tag. Und das ist so ein Thema, was mich momentan richtig ankotzt, dass die Leute einfach sich selber bescheißen. Die trainieren 3, 4, 5 Monate, dann quatscht die im Gym irgend so ein Vollspasti an. Ich weiß direkt, wie die Geschichte jetzt endet. Das ist auch oftmals meine Rede, die ich auch auf dem Twitch-Stream euch gesagt habe. Die Leute suchen sich heutzutage, leider sind die ungeduldig und suchen sich die schnellste Abkürzung, die sie finden können. Und das meines Erachtens nach in dem Sport hat das nichts verloren, denn der Sport, für den Sport musst du geduldig sein. Ja? Es ist, sage ich immer und immer wieder, es ist ein Marathon und kein Sprint. Wenn einer noch nicht lange trainiert und früh anfängt zu ballern. Man sieht einfach, dass die Muskulatur noch nicht reif ist, nicht ausgeprägt. Und oftmals sehen die Leute dann auch, sehen die verbaut aus, beziehungsweise die Qualität der Muskulatur ist nicht die, die man sich erhofft, die man wünscht. Das sieht man, wenn einer beispielsweise jahrelang natural unterwegs war. Ich rede jetzt von 6, 7, 8 Jahren und dann sich die erste Kur reinschießt, dann explodiert der förmlich, ja. Dann sieht man direkt, okay, es war schon vorher Qualität da und es entsteht jetzt noch bessere, prallere Qualität. Und das ist das Traurige. Die meisten 16-Jährigen, 18-Jährigen melden sich an im McFit und direkt gibt es die Nadel in die Schulter, direkt beim Unterschreiben. Das finde ich heutzutage wirklich katastrophal. Ich finde es gut, dass aufgeklärt wird über das Thema, aber ich finde es scheiße, dass die Leute wirklich so ungeduldig geworden sind. Ob die irgendwas haben wollen, kaufen wollen, sich schneller Muskeln verschaffen wollen. Und die heutige Gesellschaft, die Jugend teilweise halt auch, ist halt da sofort voller Feuer und Flamme, ne? Und wenn ich dann höre, schönes Bäuerchen, Prost Kevin. Oder mitkriege, dass in den Fitnessstudios die Jungs schon ab 14, 15, 16 anfangen zu stoffen. Nach noch nicht mal einem Jahr Training, schlackern mir richtig die Ohren. Da schlackern mir richtig die Ohren und da wird mir richtig schlecht. Weil wenn ihr in so jungen Jahren in euren Hormonhaushalt eingreift. Katastrophe, sage ich euch ganz ehrlich. Katastrophe. Bestes Beispiel, Patrick Deutsch. Guck mal, was aus ihm geworden ist jetzt. Jetzt mal Spaß beiseite. Guck mal, was aus ihm geworden ist. Ja? Patrick Deutsch, bestes Beispiel. In jungen Jahren angefangen, seinen Hormonhaushalt zu manipulieren. Jetzt siehst du da. Steht da. Prall. Wer weiß, wie lange das noch gut geht, Patrick. Mach dir mal Gedanken, mein Lieber. Ja, Leute, das wird nichts Gutes. Verspreche ich euch. Da werdet ihr langfristig richtig, richtig fette Probleme kriegen. Richtig fette Probleme. Geil. Also wirklich richtig fette Probleme. Oh Mann. Das ist kein... Digga, einfach aus dem Nichts kommt da so ein fetter Jilly. Richtig fette Probleme. Oh
also wirklich richtig fette Probleme. Das ist kein Spaß. Steroide, Anabolika. Okay, du hast mich das erste Mal wirklich zum Lachen gebracht, Alter. Zum ersten Mal in meinem Leben hast du mich zum Lachen gebracht. ist kein Spielzeug, das ihr benutzen könnt, um irgendwie, oder das ihr benutzen solltet, um schnell Muskeln aufzubauen. Und im Leistungssport hat es mehr oder weniger seine Berechtigung, weil im Leistungssport wird es natürlich alles überprüft. Von den Ärzten, ja, von den Betreuern. Die Leute wissen, was sie machen, weil sie alt genug sind. Aber wenn ihr da mit 15, 16, 17, 18 schon anfangt zu stoffen, würde ich euch am liebsten ein paar in die Fresse hauen. Das meine ich ernst. Geil. Geil, Mann. Geiler Real Talk hier von Kevin. Gefällt mir. Der neue Kevin ist schon an manchen Stellen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich euch ehrlich sagen. In dem Video brutal. Wenn ich sowas mitbekomme in meinem Umfeld, direkt auf die Schnauze, gibt es gleich Nackenschellen, weil ich sowas nicht dulde. Weil ihr keinen Schimmer habt, was ihr eurem Körper damit antut. Es ist kein Spaß. Es ist kein Spaß. Es ist wirklich kein Spaß. Und viele denken sich so, hier ein bisschen Testo, ein bisschen Trenbolon, ein bisschen Dianabol, ein bisschen Superdrol, ein bisschen Insulin, ein bisschen Wachstumshormone, ein bisschen Winstrol, ein bisschen Drosta, ein bisschen Spiropen, ein bisschen die. Kennen wir alle. Kennen wir alle. Die ist ein bisschen das. Nee, nicht ein bisschen, Alter. Das sind alles Hormone. Ich gehe immer was ab. Junge, was hat der denn da heute für einen Rotzer hängen, Alter? Also, hör mal auf jetzt. Das ist ja nicht so schlimm, Max, da angespuckt zu werden. Warum habe ich damals angefangen mit Stoff? Ich habe damals 13, 6, 7... Ich würde gerne jetzt mal wissen, wie alt er damals war und wie lange er schon am Eisen war. Das würde mich wirklich echt interessieren. 7 Jahre, bevor ich angefangen habe zu stoffen, habe ich über 7 Jahre natural trainiert. Stark, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Da habt ihr schon mal eine gute Grundmuskulatur, habt schon guten Progress gemacht und wenn ihr dann anfangt, dann geht's richtig los. Dann ist halt die Muskulatur ist dann auch qualitativer, wisst ihr, was ich meine? Qualität ist dann da. Nicht, dass ich jetzt sage, okay, fangt an zu stoffen, wenn ihr 7 Jahre trainiert, fangt am besten gar nicht an zu stoffen. Erstens, komplett illegal, ja, ihr macht euch strafbar. Zweitens, ihr schadet komplett eurer Gesundheit und drittens, es ist ein ewiger Teufelskreis. Es bleibt niemals bei einer Kur. Niemals. Fangt ihr einmal an, geht es jahrelang so weiter. Die meisten, die aufhören zu stoffen, hören dann auch komplett auf mit dem Training. Nicht alle, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber die meisten, in den meisten Fällen kann man dann ohne Stoff nicht mehr normal trainieren. Geht nicht. Und das Bestmöglichste aus mir rausgeholt. Und ich hatte wirklich eine super Form natural. Blenden wir euch jetzt mal ein. Ach, krass. Das war Netti, Alter. Das war natural. Sehr, sehr wild. Okay, der sieht hier natürlich ein bisschen breiter aus. Guckt mal, hinten, hinter ihm ist ein leichter Schatten. Ganz leicht. Somit wird alles ein bisschen praller. Aber der hatte schon damals natürlich beste Grundvoraussetzung. Arme, Schulter, Brustbereich, sehr, sehr stark. Der junge Wolter. Hammer. So sah ich natural aus. Und man kann aber noch viel mehr erreichen. Ich habe das damals nicht, ich war bei der Bundeswehr, habe den Fokus, die Fresserei nicht gehabt, den Fokus nicht gehabt, aber sah trotzdem gut aus, meiner Meinung nach. Aber natural kann man heutzutage, guckt euch die Athleten an, guckt euch Brozep an, ja? Guckt euch den Daniel Kubik an, guckt euch die ganze Fraktion an Paul Unterleitner an. Guckt euch mal an, wie die Leute natural aussehen. Danke Kevin, dass du Patrick Teutsch nicht erwähnt hast. Dankeschön. So sehen. Patrick, wenn der das Video sieht, der verflucht mich doch zu Tode, Alter. 80% der Leute, die Stoff nehmen, nicht aus. Und warum sehen die Jungs so aus? Weil die sich Gedanken gemacht haben. Weil die ihr Training, ihre Ernährung, ihre Regeneration optimiert und angepasst haben, so dass es funktionieren kann. Und es kann, wenn die Jungs es können, kann es auch jeder von euch schaffen. Ja? Vielleicht spielt da noch ein großer Teil auch Genetik dazu, klar, aber ihr könnt auf jeden Fall an das Level rankommen. An dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr Bock habt auf die leckersten ERAs auf dem Markt, ja, habe ich lange euch nicht mehr gezeigt. Ich habe mir jetzt hier einen leckeren Cherry Shake gemacht mit den Candy Cherry ERAs. Mein aktueller Favorit zusammen mit Orange und Tropical. Dann besucht die Seite powerstage-germany.de. Da könnt ihr sowohl meinen Code benutzen oder auch den Code von Kevin. Egal, wen ihr supporten wollt, sichert ihr euch den besten Rabatt. Und ich gönne mir jetzt erstmal einen schönen ASMR, Freunde. Oh, lecker. Oh.
mit dem Video, Freunde. Um euch mal abzuschrecken, werde ich euch jetzt meine krasseste Dosierung mitteilen. Ey, ich bin so gespannt, Alter. Die ich jemals gefahren bin. Ich bin da nicht stolz drauf. Ich habe heute auch das Wissen, dass ein Zehntel davon vermutlich gereicht hätte, um die gleichen Erfolge zu erzielen, wie mit dem ganzen Stoff. Oftmals ist tatsächlich weniger mehr und das verstehen die Leute nicht. Ja, ein Zehntel davon hätte gereicht, um trotzdem so auszusehen, wie ich da ausgesehen habe. Das heißt 85 Milligramm Stoff am Tag, ich weiß nicht, 85 Milligramm ist schon, das ist schon, das ist wenig. Ich nehme jetzt... Aber reicht natürlich aus, wenn man bedenkt, reden wir jetzt vom reinen Testosteron. Der Körper produziert im Idealfall 6 bis 9 Milligramm am Tag. Okay, am Tag. Stell dir vor, du führst dir 250 alle 2-3 Tage hinzu. Was das für eine Erhöhung ist des eigenen Wertes, das ist Wahnsinn. Ich bin jetzt seit fast 4 Jahren ohne Stoff, mit 2 kleinen Aussätzen, einmal 6 Wochen, einmal 4 Wochen, oder einmal 8 Wochen, einmal 4 Wochen Stoff genommen, ja? Und ich sehe trotzdem gut aus. Weil ich aber auch schon 22 Jahre trainiere. Ich trainiere jetzt schon seit 22 Jahren. Dann bin ich eigentlich am Eisen. Ich werde dieses Jahr 31. Mit 16 habe ich angefangen. Auch schon gut dabei, Alter. 15 Jahre, Jubiläum. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, Alter. Darüber müsste ich auch mal ein Video machen. Komplett von den Anfängen, diese ganze Laufbahn. Da habe ich Bock drauf. Aber ein Stoffstack kann ich euch leider nicht leaken, weil ich noch nie am Stoff genascht habe, Freunde. Wie alt bist du? 22. Hm. Also alt ist mein Kameramann. Ja, so lange trainiere ich schon. Ja. Und da hat sich natürlich auch eine Menge Qualität gebildet. Und wenn ihr immer dran bleibt, euer Training macht, euch gut ernährt, auch für die Regeneration achtet, könnt ihr auch alles ohne Steroide schaffen. Komm, Kevin, bitte erzähl jetzt, was du geknallt hast damals, Mann. Die letzten Male, ja, die letzten zwei Male, wo ich jetzt Stoff genommen habe, habe ich... Was denn nun, Brudi? Die acht Wochen Kur waren das 500 Testo, 500 Milligramm Testo die Woche mit 150 Milligramm, nee, warte mal, 250 plus 250 Milligramm Bolde aufgeteilt auf zwei Gaben. Einmal 250 mit 125 Bolde und dann nochmal zweimal die Woche, halt montags und donnerstags. Und dann donnerstags nochmal 250 Testo E mit 125 Milligramm Bolde. Das ist völlig human. Und das, guckt euch die Bilder an, hat ausreichend funktioniert. Ja? Das ist nicht viel. Das ist wirklich eine... Das ist jetzt nicht wenig, wollte ich damit sagen. Ja, es ist nicht wenig, aber es ist auch nicht viel. Es ist, glaube ich, noch so im Rahmen. So, wir sind dabei bei 750 Milligramm Stoff die Woche. Junge, der hatte 850 am Tag. Ich kann es nicht glauben. Die Woche. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich früher am Tag genommen. Das ist kein Scherz. Meine krasseste Kur hat ausgesehen aus 500 Milligramm Testo. Alles, was ich jetzt sage, ist pro Tag gewesen, ja? Ich hoffe, bevor er das jetzt sagt, dass er dann auch mal auf sein Wohlbefinden eingeht, beziehungsweise auch auf die Nebenwirkungen. Das würde mich extrem interessieren, wie man sich fühlt mit so viel Stoff im Körper. 500 Milligramm Testo pro Tag. 300 Milligramm Bolde pro Tag. 50 Milligramm Thais pro Tag. Boah, Junge. Ciao, Magenschleimhaut. 15 Einheiten Insulin noch dazu plus 6 Einheiten Wachs. Das kostet auch ordentlich, ne? Finanzier mal so ein Steak, Alter. Ich habe immer die gleiche Zeit, die ich auf Stoff war, habe ich die gleiche Zeit auch immer abgesetzt. Und ich war immer mindestens einmal im Monat bei einem Arzt und habe meine Organe und meine Hormone, meine Blutwerte checken lassen. Das ist krass. Wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, dann Hut ab. Chapeau. Ja, wirklich. Das ist wichtig. Wenn ihr so ein Spielchen macht, auch wenn ihr nur kleine Dosierungen fahrt an Stoff, geht zu einem Arzt regelmäßig alle ein, zwei Monate und lasst euch kontrollieren. Bitte. Weil wenn da was sich in eurem Körper anfängt zu entwickeln,
was da nicht hingehört. Ihr wisst, ne, durch Wachstumshormone wachsen nicht nur die Muskeln, sondern auch die Organe und auch andere Sachen. Beispielsweise ihr habt einen Tumor, einen bösartigen Tumor, dann wächst das Ding auch mit. Ja. Nase wächst auch davon. Finger, alles. Sowas wie Krebs. Ja? Wachstumshormone fördern auch Krebs. Oder irgendwelche anderen Sachen, Organprobleme, ja? Nieren, Leberversagen, irgendwas sich dahin entwickelt. Lasst es kontrollieren. Geht einmal, mindestens einmal im Monat, alle zwei Monate zum Arzt. Wenn ihr sagt, ey, ich habe Angst, es meinem Arzt zu sagen, dann geht in ein neutrales, Labor. Jeder kann in ein normales Labor gehen und sich Blutwerte abnehmen lassen. Müsst ihr zwar selber zahlen, ihr kreuzt dann an, welche Blutwerte ihr euch nehmen lassen wollt und dann bekommt ihr die. Das ist auch die Möglichkeit, wenn ihr Angst habt, euch zu eurem Arzt zu sagen, weil ihr Angst habt, das erzählt der Arzt eurer Mutter oder so, weiß ich was. Arzt hat Schweigepflicht, damit könnt ihr seine Lizenz verlieren. Aber wenn ihr so eine Scheiße macht, dann geht oder lasst euch bitte von einem Arzt begleiten auf dieser Reise des Steroid. 100%, da gebe ich Kevin vollkommen recht. Vollkommen. Konsum. Ey, geiles Video bis jetzt. Kevin, falls du das siehst, Respekt, gefällt mir echt gut. Gefällt mir echt gut. Die letzten Videos waren ja mehr auf dein Tattoo bezogen, ist mehr was für Tattoo-Fanatiker, aber das Video gefällt mir gut. Geil. Weil nur nach Gefühl zu gehen, bringt euch nichts. Wenn ihr irgendwann gelbe Augen habt oder nicht mehr aufwacht oder sonst irgendwas passiert und ihr euch damit euer ganzes Leben zerschossen habt. Kein Stoff der Welt über 2-3 Jahre dicke Arme ist es wert, dass du dein Leben dadurch ruinierst und dein Leben nicht mehr lebenswert machst. Nur durch ein paar Spritzen, weil du dicke Arme haben willst, weil du den Mädels imponieren willst, weil du der Breiteste im Gym sein willst. Und dazu habe ich euch auch schon mal was gesagt. Ne? Mit dicken Muskeln imponierst du mit Sicherheit keine Mädels. Mit Sicherheit nicht. Da imponierst du die Jungs im Studio und die fragen dann in deinen DMs, ey Brudi, wie hast du den dicken Oberarm bekommen? Und da kommt nicht, keine Ahnung, Katharina XY und fragt, oh, hübsche Arme, sollen wir uns mal treffen? Nein, das ist Schwachsinn, Freunde. Denkt dran, für Mädels geht ihr bitte nicht ins Training. Tut es für euch selbst, aber nicht für irgendwelche anderen Leute da draußen. Kapiert es doch mal endlich, bitte. Weil du stärker werden willst. Es geht auch alles mit harter Arbeit. Und mit Kleindosierung. Also hört auf, so eine Scheiße zu machen. Bei mir ist es aufgefallen. Ich habe mit zwei, drei Athleten geschrieben, die von mir betreut werden wollten. Wir haben auch zwei, drei Leute noch bei Instagram geschrieben, die letzten Wochen. Wo ich dann gefragt habe, ey, was nimmst du gerade an Stoff? Wo ich erschrocken war, entsetzt war, was die Jungs für Stoff nehmen. Da hatte ich auch einen Fall, Alter. Der Typ sah aus wie eine Pfeife. Ist nicht böse gemeint, der sah aus wie eine Pfeife für die Stoffdosierung, die der drin hatte. Der hatte Sachen drin, jenseits von Gut und Böse. Das grenzt schon hier, okay, nicht 850 Milligramm am Tag, aber was war das? 400 bis 500 Milligramm am Tag müssten es gewesen sein. Das sah einfach nur schwachsinnig Schrott sah der aus. Und vor allen Dingen, wie scheiße die trotzdem aussehen. Ja. Wenn du Stoff nimmst, so viel Stoff nimmst und scheiße aussiehst, dann wird dir auch nicht mehr Stoff helfen. Ja? Dann guck, dass du deine Ernährung im Griff kriegst, dein Training im Griff kriegst. Dann musst du härter trainieren, dann musst du besser essen, dann musst du dich besser regenerieren. Aber immer mehr Stoff oben drauf zu hauen, ist nicht der Weg, Leute. Das ist nicht der Weg. Ich bin mit einem blauen Auge davongekommen, oder mir geht's gut. Alter, ich habe mich durchchecken lassen komplett. Ich war eine Woche im Krankenhaus, habe alle meine Organe checken lassen, alle Blutwerte der Welt nehmen lassen, habe mir Wirbelsäulenflüssigkeit abnehmen lassen, Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruck, alles gemacht, eine Woche, um mein komplettes Organ- und Nervensystem checken zu lassen. Ich habe MRTs gemacht von der Wirbelsäule, vom Kopf, von allen Gelenken, von... Stark, Alter. Sehr, sehr stark. Vom ganzen Körper. Und bin tipptopp in Schuss. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil die Dosierung, die ich früher gefahren habe, das war schon heavy. Das war schon richtig heavy, Alter. Also wie gesagt, Leute, achtet ein bisschen besser auf euch, denkt ein bisschen mehr nach und bevor ihr irgendwelche Scheiße macht, schreibt mich gerne an und ich darf euch da gerne Tipps geben, aber ich kann euch gerne aus meinen Erfahrungen berichten. Weil mir würde es das Herz brechen, wenn da noch mehr Leute wegsterben. Nur weil sie zu dämlich sind, sich mit dem Stoffthema auseinanderzusetzen, vernünftig. Ja. Informiert euch, was ihr da macht. Wisst ganz genau, was dieser Stoff macht, was dieser Stoff anstellt bei euch. Boldenon macht dicke Adern. Direkt mal 50 ml bestellen.
Nein, informiert euch bestens über die Sachen. Nicht nur etwas macht trocken, etwas bringt Masse. Informiert euch überhaupt über die Prozesse, die danach im Körper stattfinden. Das machen auch die wenigsten, das macht niemand. Das ist wichtig. Das ist ein Thema, da könnte ich mich wirklich auch stundenlang drüber aufregen. Setzt euch damit auseinander. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ein bisschen Aufklärung voll betrieben. Mir ein bisschen aus der Seele gesprochen. Und klar wird es jetzt da draußen Leute geben, die sagen, ah, hier der Kevin Wolter, was labert der für eine Scheiße? Jahrelang hat er das gemacht und bla. Genau, ich habe es jahrelang gemacht. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und ich bin froh, wenn ich euch irgendwelche Erfahrungen mitgeben kann, dass ihr vielleicht diese Fehler nicht macht. Und wenn ihr irgendwelche Freunde im Gym habt oder Leute habt im Gym, die euch dazu drängen, Steroide zu nehmen, weil die euch sagen, dadurch werdet ihr schneller, besser aufbauen, haltet euch von so Leuten fern. Weil die sind nicht verantwortungsvoll. Die gehen nicht verantwortungsvoll mit eurem Leben um. Das ist euer Leben. Also geht ihr wenigstens verantwortungsvoll damit um. Okay? Wenn ihr bei irgendeinem Coach da draußen seid, der euch Dosierung aufschreibt, wo ihr schon überlegen müsst, ob das nicht wirklich zu viel ist, holt euch bitte eine zweite Meinung ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch Athleten, auch Wettkampfathleten. Ich habe letztens einen gehabt, einen Wettkampfathlet. Alter, der hat mir aufgeschrieben, was der alles genommen hat. Und dafür, wie der aussieht, das hätte jeder auch natural geschafft. Und das war so, da habe ich mich so erschrocken. Und hier ein Versprechen von mir, das schwöre ich euch. Ich werde besser aussehen, natural, als 95% da draußen mit Stoff. Also bleibt dran und verfolgt die Entwicklung mit. Ich bin gespannt. Sehr, sehr geiles Video, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mal ein geiler Talk von Kevin Wolter an der Stelle. Fand ich es wirklich nice. Und ja, Freunde, ich bin wirklich gespannt. Abonniert den Kanal, kommentiert, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Reaction. Ciao, bam.